Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Popo. Heute begeben wir uns nach Azarilla, die letzte Stadt mit dem letzten Arena-Orden. Wird interessant, denke ich. Azarilla. Da sind wir. So. Dann schauen wir doch mal. Klingt irgendwie so, weiß nicht, ägyptisch oder so. Ganz seltsam hier. Um ganz bis nach Azarilla zu kommen. Es muss doch bestimmt schrecklich anstrengend gewesen sein, bis nach Azarilla zu gelangen. Aber jetzt, da es dir einmal gelungen ist, kannst du jederzeit per Flugtaxi zurückkommen. Danke für diese Information. Wieder Bälle, sehr schön. Haha, das ist noch eine TM. Natürlich schauen wir uns erst einmal ein bisschen in der Stadt um. Aber ich denke, so viel zu sehen gibt es hier eigentlich nicht wirklich, denke ich. Okay, der redet gar nicht. Das ist ja super interessant hier, als wären wir irgendwie in Indien oder keine Ahnung, ganz komisch. Und das hier ist so eine fucking süße Idee. Das ist Fanservice. Das sind so Pixel-Arts von der zweiten Generation. Von Silber, Gold, Kristall auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So sahen die Pokémon aus, hier im Menü immer. So süß. Voll süß, wirklich. Das ist voll der Fanservice. So, da wollen wir mal sehen. Also hier ist ja eine Psycho-Arena-Leiterin auf jeden Fall. Was ist denn mit diesem Fleckmon da? Achso. Das ist ein Groink? Ja, hier sind eigentlich überwiegend Fabriken und so. Hier ist es gar nicht mal so spannend. Gut, hier ist halt wieder so ein Bäcker und so. Oder halt Sandwich-Zutaten, klar. Morgenblumenpiekse, Abendblumen, Mittagblumen, Wunderkerzen? Okay, ernsthaft? Das ist mega lustig. Boah, ich hab langsam viel Geld. Rotball, Grünball, oh Gott. Marmalade. 10, 10, 8, 6, 11. Voll orientalische Musik hier. Super interessant. Ich besitze einfach alles, sagst du? Okay. Danke. Das war's schon. Was ist hier? Willkommen, sind Sie hier, um zu speisen? Speisen? Nö. Und hier? Wieder ein Kaffee, alles klar. Ja, lustig, lustig. Hier ist wieder ein Sandwichladen. Oh ja, perfekt. Weil, kann ich mir bestimmt wieder Rezepte abholen gehen, oder? Oh, du bist es. Mir sind ein paar neue Rezepte eingefallen. Danke. Hm, perfekt. Alles klar. Super faszinierend, ja. So. Hier stimmt die Kamera. Hm. Was ist hier? Hm. Was Keramik betrifft. Keramik wird im Töpferofen geboren. Man legt geformten Ton hinein, wo dieser dann über mehrere Tage hinweg gebrannt wird. Ach, hier wird einfach quasi ganz viel Ton gebrannt in dieser Stadt, ne? Das ist ja wahrlich interessant. Ja, echt so. Stimmt, überall Keramik, Ton. So riesig. Geschirr aus Azarilla wird in ganz Paldea als Handwerkskunst geschätzt. Ah. So eine Art Stadt. Aber das war's auch wieder grundsätzlich, was ein bisschen schade ist. Mehr gibt's wieder nicht zu sehen. Nicht mal irgendwie Klamottenladen. Aber die Musik ist wieder cool. Es plätschert. Das Wasser plätschert vor sich hin. Viel lustiger wäre es aber, wenn es wie bei der Attackito-Pumpe rausschießen würde. Oh je. Kinder. Dann haben wir da noch einen riesigen irgendwas Turm. Ja gut, Leute, dann würde ich mal sagen, dass das sowieso schon war mit der Stadt, geht's einfach schon direkt los zur Arena-Prüfung, ganz ehrlich. Mehr gibt es hier leider nicht wirklich zu sehen.
Außer natürlich da oben. Da fahren wir hoch. Das ist so cool. Aha. Ah, Fokusstoß. Das ist cool. Schöne Attacke. Ja, natürlich ist das Kampffeld, ne? Das ist, war aber auch irgendwie klar, ne? Ja, das ist die ganze Stadt hier. Das war's grundsätzlich. So, ich weiß nicht, ob es hier sonst noch Items gibt, sonst wahrscheinlich nicht. Nein. Okay, dann. Ab zur Arena-Prüfung. Unser letzter Orden wartet auf uns. Da wäre sie auch schon. Die letzte Arena. Ich habe meine Pokis nicht geheilt. Hm. Warum nicht? Hier ist kein Pokémon-Center. Es ist auf der anderen Seite. Weißt du was? Egal. Brauchen wir nicht. Speichern. Und dann geht's also los. Oh, oh, oh. Ab dafür. Spannung. Ne, Mila? Gecko! Es ist soweit, oder? Say hat mir erzählt, dass das deine letzte Arena ist. Aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen um dich. Du schaffst das mit Links. Der Top-Champ hat dich ja auch schon im Blick. Vielleicht sollten sie und ich dich zusammen anfeuern. Das wäre doch was. Ich erwarte einen Kampf, der das gesamte Publikum vom Hocker haut. Klar? Gib alles. Natürlich doch. Kein Problem. Na dann. Es kann losgehen. Willkommen in der Arena von Azarilla. Boah, das Kopftuch, schaut uns mal an. Wie man jede Naht und so sieht, das ist so gut. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer registrieren. Dein Name ist Gecko, sagst du? Ja. Und das ist mein letzter Arena-Kampf. Bevor du dich mit Arena-Leiterin Tulia messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, dich in Gymnastik zu beweisen. Was? Wenn du die von Tulia selbst erfundene Gefühlsgymnastik... Alles klar, Gefühlsgymnastik. Aha. Komplett absolvierst, bestehst du die Prüfung. Um die genauen Regeln zu hören, wende dich auf dem Trainingsgelände an die Damen im schwarzen Trainingsanzug. Wenn du die Arena verlässt, findest du das Trainingsgelände links. Viel Erfolg, dankeschön. Na, darauf war ich jetzt eher nicht so vorbereitet. Gefühlsgymnastik, alles klar. Klingt ja auch gar nicht zweideutig. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Links, sagst du? Ja, wahrscheinlich genau hier. Oh, okay. Sag mal. Das ist doch... aus der Akademie? Bist du nicht... Für die Gesundheit. Ich hänge mich voll rein. Das mache ich doch mit links. Das hält jung. Tulia ist so süß. Mann, dass die Sprechblasen nicht weggehen. So eine Scheiße, ey. Moment mal ganz kurz. Ach, Entschuldigung. So. Achso. So. Das ist lustig. Los geht's! Tag, Neuzugang! Hier kannst du dich an der Gefühlsgymnastik versuchen! Du fragst dich jetzt bestimmt, wieso deine Lehrerin für Kampfkunst hier in der Arena arbeitet, was? Nun, Arena-Leiterin Tulia und ich sind schon seit unserer Kindheit befreundet. Vor einiger Zeit trugen wir einen Pokémon-Kampf aus, für den wir eine spezielle Regel ausgemacht hatten. Die Verliererin muss tun, was die Gewinnerin sagt. Nun ja, du kannst dir denken, wie der Kampf ausgegangen ist. Ah ja. Aber das hier ist immerhin eine gute Gelegenheit, um sich fit zu halten, also helfe ich aus, wenn ich nicht unterrichte. Die Regeln der Gymnastikprüfung sind simpel. Ich führe bestimmte Übungen vor und du musst sie mir einfach nachmachen. So, bist du bereit für die Arena-Prüfung? Was? Sehr schön, legen wir los. Lass dein Gefühl freien Lauf. Okay. Einfach nachmachen. Einfach ein Tanzwettbewerb, oder wie? Yo, what?
Arena-Prüfung, stell dich der Gefühlsgymnastik. Okay, what? Na dann. Das ist jetzt echt verrückt. Kann man machen. Oh Gott, das ist wirklich billig. Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ey, auch die Soundeffekte, ne? Auch habe ich verkackt. Egal. Okay, man kann das Gefühl einfach auch spammen. Großartig. Ende. Das war furchtbar. Das war furchtbar. Das war großartig, diese perfekte Ausdruckskraft hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war genug, das aufwärmt. Jetzt wollen wir die Muskeln mit einem Pokémon-Kampf mal so richtig beanspruchen. Oh, nichts lieber als das. Immer schön in Bewegung bleiben, das ist nicht nur ein Kampf, das ist auch Sport. Oh Gott. Okay, krass. Okay, das ist tatsächlich die schlechteste Arena-Prüfung im Spiel, leider. Und jetzt ist es leider mein letzter Orden. Und dann ist es so ein Schrott. Das hat mir wirklich nicht gefallen, das war furchtbar. Das war auch wirklich billig. Das war nicht gut gemacht. Es ist eine lustige Idee, aber das ist kacke. Oh, war das nicht gut einfach. Das hat mir nicht gefallen. Weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr mir gerne in die Kommis schreiben, aber ich fand das jetzt schon scheiße. Oh je. Oh, von allen Dingen im gesamten Spiel. Oh, warum? Oh, warum sowas? Oh, billiges und echt nicht gutes. Oh nein. Eure Bewegungsküste rühren ein, ja, zu drehen. Man konnte nicht mal Fehler machen. Ich habe einen Fehler gemacht und man konnte nicht mal einen Fehler machen. Oh, es war so ein Scheiß. Dein Pokémon und deinen Muskeln tut es gut, so in Schwung zu kommen. Ihr wirst doch jetzt nicht schlapp machen, oder? Halt durch, die zweite Hälfte beginnt. Nein. Oh nein. Oh, es ist ein Scheiß. Oh, es ist ein Scheiß. Die Soundeffekte. Was ist, wenn ich nichts mache? Was ist, wenn ich nichts mache? Was dann? Hm? Passiert dann was? Komme ich dann trotzdem durch? Oder geht es dann einfach unendlich weiter? Verloren. Ah ja. Und dann? Was bedeutet es dann? Oh, wirklich schade. Ich setze dir für die nötige Disziplin, um es mit der Psycho-Arena aufzunehmen. Ah ja, verstehe. Okay, nochmal. Oh Gott. Oh Mann, ist das ein Scheiß. Oh, ist das ein Scheiß. Okay, man verliert schon. Ja, gut. Boah, es ist so eine Scheißprüfung. Wahnsinn. Es ist so cringe auch, es ist so furchtbar. Es ist so furchtbar. Oh, Alter, wie langsam. Warum ist es so furchtbar? Die Musik ist auch komplett Arsch. Ich kann ja einfach alles spammen auch. Es ist scheißegal, was ich mache, weißt du? Hauptsache, ich habe halt das da schon mal einmal gemacht.
Ja, ich kann einfach das da machen und den Rest kann ich einfach so hässlich spammen. Oh, ist das ein Scheiß, ohne Witz, Mann. Das ist so blöd. Oh Gott. Oh, ist das ein Müll. Schau, das ist scheißegal. Wir haben es jetzt geschafft. Du kannst hier so einen Scheiß machen. Es ist so ein Müll. Wahnsinn. Hier hat man sich keine Mühe gegeben, wirklich. Das ist sowas wie Simon Says auch so quasi. Es ist halt so der letzte Rotz. Es ist, man, hier hat man sich einfach keine Mühe gegeben. Das ist das Billigste, was du machen kannst, einfach in dem Moment. Von den ganzen anderen Scheiß kannst du auch voll spammen und das ist so ein Schmarrn. Ich explodiere vor Emotionen. Niemand kann so emotionieren wie ich. Ey, ohne Scheiß. Ich pack's nicht. Kann das aufhören? Das ist furchtbar. Ich bin so traurig. Es ist meine letzte Arena und so ein Rotz kommt. Ich bin so traurig. Schau, wie schlecht es gemacht ist einfach. Ich pack's nicht. Das ist so blöd, ey. Haben wir es dann? Weil... Junge, wie lange geht der Scheiß eigentlich? Hallo? Wahnsinn. Versuche Muskelkater zu überwinden und Pokémon-Kampf an deine Grenzen zu gehen. Okay. Wie oft muss man das machen? Bitte nicht alle, die hier sind, oder? Das wäre furchtbar. Hallo, Groink. Wie viele sind hier? Weiß gar nicht. Lass es schnell zu Ende gehen. Komm, wir setzen mal Zweifachladung ein. Wie sieht denn das aus? Ah. Jetzt bin ich kein Typ Elektro mehr, nicht wahr? Super witzig. Sehr wohl, ja. Die Freude und der Spielspaß sind auf einem riesengroßen Level. Noch nie so was Spaßiges gespielt. Nee, wirklich verdammt enttäuschend, diese Arena-Prüfung. Die ist wirklich kompletter Kacker. Yay, ich kann's ja kaum erwarten. Nochmal zu tanzen, das ist so spaßig. Ja, toll. Cool. Noch ein Pokémon, ja? Meditales. Ach, das ist ja toll. Weiterkämpfen, nicht wahr? Ja, Mensch, großartig, ne? Da haben wir also auch eine Zweifachladung. Bums die Bums. Ach cool, es ist fehlgeschlagen. Warum? Kann ich es nur einmal einsetzen eigentlich? Moment mal, kann ich es nur einmal einsetzen? Ach du Scheiße, das geht nur einmal. Ach so. Ja nee, dann ist scheiße. Och Gott, du gehst mir jetzt auf den Sack. Flugdrache. Ja, ja, passt schon. Los. Oh. Oh Gott. Turmkick? Warte, was? Oh, das ist fies. Windschnitt. Auf geht's. Haben wir es dann? Ich will nicht mehr. Gegen das Wachstum von Kindern kommt meine Muskeln nicht an. Ah.
Noch ein Tanz. Gut gemacht, damit bist du am Ende der Gefühlsgymnastik angekommen. Du hast zweifelsohne bestanden. Glückwunsch, boah, danke. Boah. Die Arena-Prüfung geht aber erst als beendet, wenn du dein Ergebnis beim Empfang vorlegst. Jog also am besten gleich rüber. Stelle dich der Gefühlsgymnastik. Ja, ich habe keine Gefühle mehr, tatsächlich. Ja, meine Gefühle, die sind einfach weg jetzt. Schwierig. Das hat mir wirklich nicht gefallen. Wirklich nicht. Das war Schmu. Das war einfach Schmu. So. Meine Pokémon bitte heilen. Ja, ihr Lieben, das war's für diese gefühlsgeladene Folge. Großartig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann gibt's einen fantastischen Arena-Kampf, hoffe ich. Ja, ihr Lieben, bis dahin. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Danke fürs Zusehen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Scheiße haltet. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss, euer Gecko.